Es geht im Kern gar nicht darum, immer aufwendigere und spektakulärere Aktionen zu machen für Publikum. Im Gegenteil, ich glaube, es geht auch darum, den Blick nach innen zu richten, sich zu fragen, was haben wir im Portfolio, was können wir auch. The future of music. How is music and innovation going to work together? Die Entwicklung von Publikum ist in der heutigen Zeit längst nicht mehr die Sache einer jeden einzelnen Institution. Man kämpft nicht gegeneinander, sondern eigentlich kämpft man miteinander. Und das ist so ein bisschen der Gedanke vom Netzwerk Junge Ohren. Das Netzwerk Junge Ohren ist gegründet worden 2007, also jetzt auch nicht mehr ganz so jung, wie der Name vielleicht den Anschein erweckt, um Musikvermittlerinnen und Musikvermittler, also und Akteurinnen in dem Bereich zu verbinden, als Community, als Plattform, um miteinander in den Austausch zu kommen, sich zu vernetzen über die Themen und Fragen, die einen in dem Bereich beschäftigen. Und war vielleicht anfangs der Fokus noch stark auf den Bereich Konzerte für Kinder und Jugendliche und die Frage, wie mache ich das, was sind gute Formate gerichtet, haben wir mittlerweile mit allen Querschnittsthemen zu tun, die die klassische Musik beschäftigen, was im Grunde die großen gesellschaftlichen Fragen sind. Also Fragen von Diversität und kultureller Teilhabe, Fragen von Digitalisierung und Fragen von Klimawandel sind es eigentlich, die auch uns und unsere Akteure beschäftigen, weil das die Dinge sind, die die Menschen berühren. Und wir möchten uns mit der Frage auseinandersetzen, wie man mit Musik in einen Dialog treten kann. Musik ist dialogisch angelegt und braucht Hörerinnen und Hörer in der Gesellschaft. Und wir wollen eigentlich da sein, wo das Leben ist, wo die Menschen sind. Und das wollen unsere Akteurinnen und Akteure auch. Geht es darum, dass die Aktionen immer raffinierter, immer exklusiver, immer fantastischer und aufregender werden? Rückt das nicht ein bisschen von dem Kern weg, dass man so schön wie möglich Musik machen möchte? Es geht im Kern gar nicht darum, immer aufwendigere und spektakulärere Aktionen zu machen für Publikum. Im Gegenteil, ich glaube, es geht auch darum, den Blick nach innen zu richten, sich zu fragen, was haben wir im Portfolio, was können wir auch. Wir beraten beispielsweise auch oft Kulturinstitutionen und haben ganz oft die Situation, dass zum Beispiel eine Education-Abteilung möchte sich neu ausrichten und sagt, wir müssen doch auch noch was für behinderte Menschen machen, wir müssen die migrantische Community ansprechen, wir müssen Stadtteilfeste machen, haben aber auch schon ganz viel im Gepäck, zum Beispiel ganze Tage der offenen Tür und so weiter und so fort. Und man muss sich dann auch sagen, wenn da zwei Personen dafür zuständig sind, geht es ja auch ganz klar darum, Relationen zu schaffen. Sagen, was können wir wirklich umsetzen in der Qualität, die wir uns wünschen? Wo müssen wir streichen? Wichtig ist ja zu reflektieren, was man warum macht und was man sein lässt. Und das dann aber auch sorgfältig zu tun, auch präzise in der Ansprache und nicht zu sagen, wo machen wir das nächste große Ding, was möglichst viel Publicity mit sich bringt. Also es soll nicht im Außen sein, sondern es geht wirklich darum, die Qualitäten, die ein Haus, die auch die Musikerinnen und Musiker am Haus bringen können, sich derer zu vergewissern zu gucken, was können wir damit tun, mit unseren Bordmitteln, die man aber auch entwickelt und erweitert. So. Die Entwicklung geht auch dahin, dass nicht nur Häuser sich miteinander vernetzen, sondern es gibt sehr viele Freiberufler in der Szene der Musikvermittlung, die auch ja Kontakte suchen bzw. sich austauschen. Wo ist da Input, der wertvoll ist für Institutionen und umgekehrt, wie können und Institutionen dabei helfen, dass Freiberuflerinnen und Freiberufler sich auch entfalten können? Also ich glaube, es gibt da so oder so auch eine Durchlässigkeit. Also Freiberufler arbeiten zum Teil in Projekten mit und werden ganz bewusst hinzugezogen. Dafür bieten auch beispielsweise die regionalen Arbeitskreise des Netzwerk Junge Ohren, insgesamt 8 Stück sind das in Deutschland, der Schweiz und in Österreich, ja auch eine Plattform, damit die Menschen zueinander finden und sich da gemeinsam Dinge ausdenken können, die auch zwischen freier und institutioneller Szene dann stattfinden. Genau, also die freie Szene hat natürlich manchmal einen kürzeren oder leichteren Setup, so denkt man das zumindest oft. Also indem sie zum Beispiel Produktion entwickeln, auch Wagnisse anders eingehen, weil sie auch mit Risiko anders umgehen können.
Und natürlich befruchtet das dann wiederum das, was an Häusern so in der Kontinuität stattfindet. Also es gibt, man beobachtet sich auch, man lernt da voneinander und lädt sich ein. Also da gibt es definitiv einen Austausch und der ist auch wichtig. Was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, das haben wir insbesondere über die Initiative Kultur öffnet Welten, die wir jetzt seit einigen Jahren machen, auch gelernt, so in auch einem spartenübergreifenden Blick und auch insbesondere im Schulterschluss mit soziokulturellen Initiativen, ist auch sozusagen da der Brückenschlag hin. Also da gibt es sicherlich auch Vorbehalte auf beiden Seiten oder gab es zum Teil, gerade auch im Bereich Musik. Und auch an der Stelle kann man unglaublich viel voneinander lernen, also von Arbeitsweisen, die es in der Soziokultur gibt, also was zum Beispiel auch Beteiligungsmodelle angeht. Warum ist das Netzwerk ein Motor für die Zukunft der Musik? Also wir sind prinzipiell offen gegenüber allen Fragen, die auftauchen. Wir sind auch als Organisation sicherlich dynamischer als ein großes Haus, das sein kann. Wir fragen erstmal neugierig nach, wir suchen auch das Ungewohnte, also indem wir beispielsweise, machen wir jetzt gerade gemeinsam mit Bernhard König die interdisziplinären Zukunftswerkstätten Musik und Klima, wo Kulturschaffende und Menschen, die sich im Bereich Klimaforschung bewegen, einfach zusammenfinden, um darüber, über die Herausforderung erstmal ergebnisoffen zu sprechen, also in der Frage, was können wir eigentlich tun angesichts dieser Situation, die ja die Gesellschaft als Ganze betrifft, ja, dass wir uns mit Klimawandel auseinandersetzen müssen. Also solche Sachen probieren wir auch einfach aus und gehen darauf, also ohne genau zu wissen, wohin das führt. Ich glaube, das können viele Häuser erstmal so nicht. Ich glaube, wir sind als Organisation als solche einfach flexibel und dadurch kommt man auch immer wieder zu neuen Ideen. Und die entwickeln wir weiter und daraus entsteht Neues. Und wir tragen das weiter in unsere Community, die sich dadurch auch inspirieren lässt. Das heißt, die Zukunft der Musik steckt darin, dass Neues immer wieder entstehen kann und Neues auf dem Vorangegangenen aufbaut? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Prinzip von Kreativität, dass man vielleicht mal etwas zusammenbringt, was nicht zusammengehört, dass man auch mal in Sackgassen läuft und merkt, der Weg führt jetzt nicht so nicht weiter. Und einfach, also es geht mir nicht um Wandel, um des Wandels willen. Das wäre, glaube ich, verkehrt. Es gibt auch vieles, was sich entwickelt hat, was sich aus gutem Grund entwickelt hat und was auch so bleiben darf. Aber trotz allem ist es, glaube ich, das Thema, sich seiner selbst nicht so sicher zu sein, dass das der einzig richtige Weg ist. Und ich glaube, darin möchten wir, also wir begreifen uns als Netzwerk Junge Ohren auch als eine lernende Organisation, die von vielen Seiten ihre Impulse erhält, auch in dem Diskurs mit anderen, im Kontakt mit anderen. Und wir wünschen uns, dass da viele auf dem Weg mitgehen. Also wir möchten dazu eigentlich einladen, also diese Haltung einzunehmen, dass die klassische Musik, die hat sich etabliert, die hat auch ein System herausgebildet, das ist aber so nicht für immer gesetzt. Ich glaube, sonst wird es sich überholen. Also wir sind alle dem Wandel unterworfen und sind auch in der Lage, ihn mitzugestalten. Und das ist eigentlich eine Einladung. Die Einladung gilt auch bei dem Entdecken neuen Publikums, wo man aber nicht sagen muss, man spricht noch eine neue Gruppe an, sondern eher Publikum wächst ja beständig nach. Und das Thema Audience Development ist eigentlich nicht, man muss sich noch ein neues Publikum suchen, sondern man muss immer wieder das Publikum neu ansprechen. Würden Sie das unterschreiben? Und bedeutet Audience Development für alle Häuser das Gleiche? Also genau, es gibt nicht das Publikum. Es gibt auch viel Publikum, das vielleicht kommen würde, das aber nicht kommt. Also da gibt es ja auch aktuell Nichtbesucherforschung, die sich damit auch beschäftigt. Ich glaube, was aber eine Quintessenz ist, die man sich wirklich ganz genau nochmal durch den Kopf gehen lassen könnte, wäre zu sagen, wir reden ja viel von dem Publikum und davon Barrieren abzubauen. Und ich glaube, diese Sichtweise ist überholt. Ich glaube, es geht nicht allein eine Barriere, die wir errichtet haben, überwindbar zu machen, sondern überhaupt darüber nachzudenken, dass wenn wir möchten, dass Menschen in Bewegung kommen zu uns, müssen wir selber auch in Bewegung kommen. Das ist eigentlich das Prinzip von Beziehung. Also im Grunde geht es um Beziehungsarbeit und
das ist, glaube ich, das, woran wir die ganze Zeit arbeiten müssen, immer wieder. Also wie tatsächlich in der zwischenmenschlichen Beziehung auch. Und das ist wieder, da sind wir wieder bei dem Thema Wandel. Also wir müssen uns verändern. Ein großes Bewegungsmodul ist in Form eines Tankschiffes, eines Frachtschiffes geplant jetzt. Der Beethoven-Frachter wird bald in See stechen oder vielmehr in Fluss stechen. Und Beethovens Musik, klassische Musik, an Orte bringen, wo damit vielleicht noch nicht umgegangen wurde oder vielleicht auch doch umgegangen wurde. Aber jedenfalls, Beethoven geht auf Reisen. Erzählen Sie mir vom Beethoven-Frachter. Genau, der Beethoven-Frachter bringt ganz viel mit. Gar nicht so viel Beethoven, wie man ihn kennt, sondern viele Dinge, die sich inspiriert von Beethovens Ideen, Gedankenwelt, von seinem Schaffen, hat inspirieren lassen. Man kann viel mitmachen in Workshops, in partizipativen Angeboten. Man kann aber auch einfach zuhören kommen. Ja, wir fahren vom 12. März bis zum 19. April 2020 unter der Flagge der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft, die Projektträger dieses Vorhabens ist, von Bonn nach Wien, also große Eröffnung ab dem 12. März in Bonn, und haben im Gepäck Programmpartner, das sind die Jeunesse Musikal Deutschland, der Deutsche Musikrat, Podium Esslingen mit den Beethoven Fellows und das Beethoven Orchester Bonn, die punktuell immer wieder auf dem Frachter erscheinen. Aber was das besonders Interessante daran ist, ist, wir verknüpfen uns oder verbinden uns an den insgesamt 12 Stationen auf der Route mit Programmpartnern bzw. Kooperationspartnern vor Ort, die Programm liefern. Ich sage, da ist ein Programm entstanden mit um die 100 Veranstaltungen, die auch erbracht werden von diesen Partnern vor Ort. Also die steuern das bei, die werden dafür gar nicht zusätzlich groß vergütet, sondern die beteiligen sich an diesem Projekt. Und es ist vielfältig, das ist das, was ich vor allem sagen kann. Jede Stadt erhält auch ein bisschen ihr eigenes Gesicht. Die eine Stadt, zum Beispiel Heidelberg, hat einen Hölderlin-Schwerpunkt, weil der auch 250 Jahre feiern darf, sodass wir da also auch ins Literarische abdriften und sich dort zwei Jubilare begegnen. In Mannheim ist die Pop-Akademie mit dabei, die auch einfach nochmal eine andere Klangfarbe da einbringt. In Wien die Wiener Symphoniker, also ganz klassisch orientiert, aber mit einem Schulprojekt. Also jede Stadt hat da ihren eigenen Gestus und ich kann nur sehr herzlich einladen, auf musikfrachter.de in diesen Kosmos mal einzutauchen, zu gucken, wo man vielleicht an Bord steigen möchte. Ich würde gerne noch zu den Partnern ein bisschen gehen. Das sind sowohl Institutionen, die den Rahmen geben, das sind aber auch Musikschaffende oder Kunstschaffende, die wirklich Programm an Bord machen. Ist das eigentlich die geniale Lösung, dass man ein Haus oder eine Bühne mobil macht und deswegen jeder drauf spielen kann? Also ich glaube, das kann einfach eine Möglichkeit sein, ja, also mobil zu werden. Also vielleicht ist es auch noch interessant zu wissen, dass die Idee auch von einem Musiker geboren wurde zu diesem Projekt. Also Dirk Kaftan, der Chefdirigent vom Beethoven Orchester Bonn, hatte eigentlich die erste Idee zu so einem Vorhaben. Der sagte nämlich Beethoven Jubiläumsjahr, der ist wohl selber großer Wassersportler. Dann nehme ich mein Orchester, stecke das auf ein Schiff und wir fahren von Bonn nach Wien. So, also das war, glaube ich, die Ausgangsidee. Und jeder, der Tarifverträge kennt, der weiß, was ein Orchester alles so zu leisten hat. Und der vielleicht auch weiß, dass auf diesem Schiff, das da zwar 100 Meter lang ist, aber nur 6 Schlafplätze hat, dass das mit dem Orchester auf Dauer sehr schwierig wird. Also insofern musste man Partner gewinnen. Und so kam dann die Idee zur Beethoven-Jubiläumsgesellschaft, die das dann weiterentwickelte mit den Partnern, die jetzt dabei sind. Mobile Formate sind sicherlich ein aktuelles Thema. Also gerade auch, wenn man sich fragt, wer kommt zur Musik, beziehungsweise zu wem kann die Musik kommen? Und das ist ja gerade, wenn man den Aspekt der ländlichen Räume, die sich von vielem abgekoppelt fühlen und das auch de facto sind, dann ist das Gebot der Stunde, da erfinderisch zu sein. Also es gibt ja auch mittlerweile Orchester, die so kleine Busse in Umlauf bringen, die dann entweder Musiker in Kitas bringen auf dem Land und so weiter. Und ja, mobil werden ist schlau. Trotz allem ist es sicherlich auch die umgekehrte Richtung. Wie können wir einladen? Nach wie vor.
Also wenn man diese Orte, die sind ja auch toll und die haben einen ganz bestimmten Geist und eine Philharmonie oder ein Konzerthaus zu besuchen, ist wunderbar. Und das wird man so nicht als Ganzes in Bewegung bringen. Der Beethoven-Frachter ist das größte Musikvermittlungsprojekt 2020 und startet am 12. März von Bonn, um am 19. April 2020 in Wien anzukommen. Dazwischen besucht er 12 Stationen, an denen man jede Menge rund um Beethoven erleben kann.